Ich freue mich, dass er das jetzt hinter sich gebracht hat, in einer Art und Weise, wie man das macht. In Demut, im Blick auf das, was das Gericht abgeurteilt hat. Ich freue mich, dass er wieder im Kreise der Fußballer ist. Ich habe ihn besucht, natürlich, wie sich das gehört. Er ist zwar nicht immer mein Freund gewesen, aber im Laufe der Jahre haben wir uns doch sehr freundschaftlich angenähert. Das deutsche Rechtssystem sieht ja vor, dass man auch Strafen verbüßt und letztendlich auch dann die Möglichkeit hat, in die Gesellschaft zurückzukehren. Und ich glaube, das hat Uli Hoeneß getan. Jetzt liegt es, glaube ich, an den Mitgliedern des FC Bayern, ob sie ihn dann nochmal in eine solche Position wählen. Was für mich im Vordergrund steht, ist, dass ich es toll finde, dass die Strafe reduziert worden ist und dass er auf freiem Fuß ist. Ich denke, das steht im Vordergrund. Ob er ein Amt übernimmt oder nicht, das ist Sache von ihm und vom FC Bayern. Aber dass er zurückkommt, ja, auf jeden Fall.